Ja, hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem Video von mir. Wie ihr hört, bin ich ein bisschen heiser, ja, ein bisschen erkältet, aber geht schon. Ja, was habe ich für euch? Ich habe ein Pop-out, ich habe am Wochenende wieder ein bisschen eingegossen, noch die letzten Weihnachtsgeschenke fertig gemacht und ja, ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ich habe heute zum ersten Mal mit Overhead-Folie gearbeitet. Ist ja nichts Neues, machen viele, aber ja, für mich war es halt was Neues. Und ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Und das möchte ich mir dann jetzt mal mit euch gemeinsam anschauen. Und dann starten wir mal. Ja, fangen wir einfach mal hier an. Muss noch ein bisschen vorsichtig sein. Die letzte Schicht ist wahrscheinlich noch nicht ganz ausgehärtet. So. Na, der will nicht. So. Ah. Ja. Scheiß auf den Prinzen, ich nehme das Pferd. Jo. Schönes Motto. Und der ist schon mal richtig geil geworden. Also der gefällt mir schon mal mega gut. Von hinten weiß, wird natürlich noch beglitzert, wie immer. Ja, leichter Farbverlauf. Ja, der ist schon mal richtig cool. Ja. Ja, der gefällt mir schon mal sehr gut. So, dann schauen wir mal, was wir hier haben. Eieiei, der ist auch gut geworden. Der ist für mein Brüderchen. Da habe ich auch die Folie eingegossen und dann den Hintergrund zweifarbig eingegossen und einfach ineinander laufen lassen. Ja, der gefällt mir sehr gut. Ich hoffe, der gefällt auch meinem Bruder. Der ist toll. Klasse. Ja, der ist auch gut geworden. Fein, fein. Ja, weiter geht's. Also wie gesagt, der ist richtig gut geworden. Der gefällt mir sehr gut. Schick, ich drehe die mal so rum, weil die sind doch noch ein kleines bisschen feucht. So, was haben wir hier? Wie gesagt, ich weiß meist schon gar nicht mehr, was drin ist. Na, also. Ah. Ja, da haben wir dann wieder das Problemchen mit der Form. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ja, komm. Na? Ja. Wenn man die Formen ein paar Mal benutzt hat, werden die Formen einfach porös und dann gehen die kaputt. Ja, und dann passiert das, dass hier einfach was von der Form dran kleben bleibt. Aber ich denke, das werde ich gleich einfach abfeilen. So, schauen wir uns den dann trotzdem mal an. Na, komm. Ach Mensch, ach Mensch. Nochmal lüften. Vielleicht geht es dann besser. Ja, nee. Ja, nee, nee, ja, doch. Vielleicht. Ja, auf jeden Fall steht drauf. Ich weiß nicht, ob jetzt. Früher kochten die Mädchen wie ihre Mutter, heute saufen sie wie ihr Vater. Ja, fand ich sehr lustig. Hier ist bisschen Farbe reingekommen. Ja,
aber ist noch ziemlich weich, kann man noch schön abschneiden. Ja, und der ist auch richtig klasse geworden, auch leichten Farbverlauf, den habe ich jetzt aber ein bisschen anders gemacht vom Farbverlauf her, aber sonst finde ich den ganz toll, Glitzer. Ja, finde ich ziemlich cool mit dieser Folie. Ich hatte das mit einer anderen Folie versucht, aber da hat man leider die Folie sehr stark gesehen. Aber das gefällt mir gut. Allerdings brauchte ich dafür tatsächlich noch einen neuen Drucker, weil ich nur einen Tintenstrahldrucker hatte und ja, ich finde jetzt Farbergebnisse mit dem Laserdrucker einfach viel besser. So, komm raus, komm raus, komm raus. Na, der will nicht, der will nicht. Was ist denn da los? Aha. Ja. Das ist auch noch ein Weihnachtsgeschenk. Ja, so ist das, ne? Wenn er das dann scharf stellt. Ja, auf jeden Fall steht drauf, wenn Opa es nicht reparieren kann, dann kann es keiner. Und ich weiß nicht warum. Jetzt, also, wenn Opa es nicht reparieren kann, dann kann es keiner. Ja, dieser Spruch stimmt ja, ne? Finde ich ganz passend, finde ich total süß. Es wird dann ein Schlüsselanhänger. Den habe ich aber aus Versehen auch beglitzert. Sollte natürlich nicht beglitzert sein, aber naja. Naja. Wird wohl nicht ganz so schlimm sein. So. Der nächste bitte. Schauen wir mal, was wir hier haben. Ja. Passend zu meinem zweitliebsten Hobby. Ich kann aus Wolle Dinge zaubern. Und was kannst du? Ja, ist auch richtig schick geworden. Also wie gesagt, ich finde das klasse mit dieser Folie. Und man sieht nichts von der Folie. Also das finde ich richtig super. Aber irgendwie ist das Licht hier heute nicht so dolle. Es tut mir leid. Aber der ist auch richtig cool geworden. Jo. So, dann kommen wir mal zu den Hunden. Da habe ich auch noch einen. Und da steht drauf Hardcore häkeln. Den fand ich auch ziemlich cool. Obwohl ich überhaupt nicht häkel. Ich bin total talentfrei, was das Häkeln angeht. Ich bin eine Strickerin. Aber Häkeln ist so gar nicht meine Welt. Aber trotzdem finde ich den ziemlich cool. Jo, da sieht man mich. Juhu. Ja, der ist auch richtig cool geworden. Gefällt mir auch sehr gut. So, und ich glaube, jetzt kommen, wenn mich nicht alles täuscht, ja, nur noch Sticker. Das waren dann so die Reste. Ja, hier ist der Sticker ein bisschen angelaufen, weil ich wieder mal nicht aufgepasst habe und nicht gesehen habe, dass es ein Papiersticker ist. Ja, der kommt dann halt an meine Pinnwand, ne? Aber die Hintergrundfarbe gefällt mir richtig gut. Dieses zarte Grün mit dem Glitzer, das gefällt mir sehr gut. Jo, das ist eine kleine Fee, die leider ein paar Pocken im Gesicht hat. Naja. So, dann haben wir hier
Ja, hier haben wir noch mal eine Sophia, weil die letzte Sophia ist schon verpackt und geht heute noch auf Reisen. Das wird ein kleines Weihnachtsgeschenk für ein kleines Mädchen, das freut mich total. Und hier ist die nächste Sophia. Die ist auch wieder super geworden. Sehr schick. Glitzert. Ja, die ist wieder toll geworden. So, und der letzte. Schauen wir mal. Nein, da ist was reingekommen. Eieiei, das ist ärgerlich. Da muss ich irgendwas rüberlegen. Weil das ist nämlich ein Auftrag gewesen. Der geht mit der Sophia auf die Reise. Uiuiui. Ich glaube, da muss ich mir gleich was einfallen lassen. Den muss ich nämlich gleich noch bearbeiten. Ist auch ein Weihnachtsgeschenk. Da habe ich die Schere und das Herzchen nochmal eingegossen. Oh, da ist mir was reingefallen. Ei, das ist jetzt richtig ärgerlich, aber da werde ich mir was einfallen lassen. Den werde ich jetzt gleich noch bearbeiten. Und dann geht er auch auf die Reise heute noch, damit er vor Weihnachten noch ankommt. Aber ansonsten finde ich es sehr, sehr schön geworden. Das Grün ist toll geworden. Es glitzert. Ja, und es wird ein Schlüsselanhänger. Der bekommt jetzt noch Strasssteinchen. Und hier setze ich eventuell eine Perle oder so hin. Schauen wir mal. Von hinten wird er dann noch beglitzert. Ja. Der ist auch ganz schön geworden. Ja, ihr Lieben, und das war es auch schon wieder. Also den finde ich richtig cool. Der ist richtig gut geworden, finde ich. Ich hoffe, mein Bruder wird sich da freuen. Ja, das war mein kleines Pop-out für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war nicht viel, aber ja, ich kann ja nicht immer nur tonnenweise gießen. Ach, einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Fällt mir gerade so ein. Und zwar habe ich hier einfach mal die Reste zusammengegossen. Sieht man das? Nee, sieht man natürlich nicht. So. Und zwar ist das eine Metallhülse. Da sind Magnete. Diese ist eigentlich um meine Magnete, die ich benutze für meine Resinteile. Und ich habe gedacht, wegwerfen ist eigentlich viel zu schade. Ja, und dann habe ich einfach mal alle Reste, die ich so hatte, eingegossen. Und dann kam da diese schöne. Ja, ich finde das eigentlich richtig schön. Diese Struktur und diese Farbe. Erinnert mich so ein bisschen an Jade. Finde ich ziemlich schön. Ich denke, da mache ich mal einen Anhänger dran. Hier hin. Oh, schauen wir mal, was daraus kommt, ne? Also den finde ich auch sehr cool. Ja, aber das war es jetzt wirklich von mir. Wie gesagt, ein kleines, feines Pop-out. Nicht viel, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann wünsche ich euch einen schönen Start in die Woche. Die letzte Woche vor Weihnachten. Macht euch nicht zu viel Stress. Jo, und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.